Moin Jungs und Mädels auf YouTube. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play F1 2022 mit mir, zum Malte und dem guten Bo. Moin. Wir kommen gerade frisch aus dem Rennen am Hungaroring, der, das Ding genau gesagt eher zum Vergessen gewesen ist. Ich guck mal ganz kurz in die Trophäen rein. Platz 18 gewesen. Nicht so berauschend. Lass stecken, du warst am Ende 17. Mone. Ja, und deswegen, einzige Besonderheit, die wir vielleicht noch vermerken können, ja, Williams hat es tatsächlich geschafft, Alex Albon hat tatsächlich den ersten Punkt geholt für Williams, das ist, glaube ich, so das ganz Große, was passiert ist. Heißt, wir machen jetzt als nächstes weiter mit dem Fahrzeug. Ich gebe euch nochmal ganz kurz eben auch mit, dass gerade vorhin ein Upgrade noch angekommen ist für die Motorhaube, das heißt, wir kriegen nochmal ein schönes Chassis-Upgrade jetzt noch für Belgien, das freut mich wiederum. So, ich brauche ein paar neue Teile. Der letzte Verbrennungsmotor, den ich jetzt habe, muss eingebaut werden. Die dritte MGUK brauche ich jetzt. Die letzte MGUH. Der Rest ist noch okay. Aber ich laufe jetzt tatsächlich, was die Motorzentralkomponenten angeht, laufe ich jetzt echt auf der letzten Rille, Alter. Wie ist es bei dir aus? Ich habe gerade erst getauscht. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt geklappt hat. Ja. Das sehen wir jetzt, ja. Ja, doch, das sieht gut aus. Sehr schön. Top. Dann machen wir weiter in Sachen Forschung. Wir haben noch 1,8 Ressourcenpunkte. Gut, das heißt also, am Ende entscheiden wir uns auf jeden Fall schon mal für die Kurbelwelle. Kleines Update, Motorleistung, eine verstärkte Kurbelwelle kann höhere Motorlast kompensieren, wodurch die Leistung erhöht werden kann, ohne dass der Verschleiß zunimmt. Sehr schön, bringt uns noch ein Stückchen weiter weg von Ferrari, also motorentechnisch ist das top, was wir haben. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Das heißt, wir entscheiden uns also nochmal für die Heizdecken. Eine neuartige, widerstandsfähige Carbon-Faser-Heizdecke erwärmt die Reifen für die kommenden Session gleichmäßiger, wodurch die Reifenabnutzung reduziert wird. Yippie-yay, vor Sandford. Sehr schön. Ein allgemeines Haltbarkeitsupdate vom Hersteller. Sehr gut, damit können die Motorschäden jetzt aus. 350 Ressourcenpunkte, ich guck nochmal eben kurz. Machen sie im Qualifying, wenn die ausgehen, und dann können wir jetzt weiter. Sehr schön, ach, das höre ich doch gerne. Also nochmal trockenes Rennen jetzt hier ins Bar. Das ist genau das, was ich nochmal brauche. Der F&E-Verlauf, der ist wieder interessant. Ach nein! Ey! Diese Hurensöhne, dankeschön, ihr Drecksappen, Spasten, jawoll. Ja, also, halten wir fest, Alpha Tauri und Williams mit dicken Updates über die Saisonpause. Da haben wir natürlich vergessen, es war eine Saisonpause dazwischen. Also es waren schon ein paar Tage. Und dementsprechend sind wir mit denen wieder auf absolut einem Niveau. Gut, auf der Liste Leicester, das lasse ich noch nicht so richtig zählen, aber sind halt beide absolut dran. Also, ne? Wir geben uns da quasi nichts. Das heißt, jetzt sind wir nicht mehr unteres Mittelfeld, sind wir Schlusslicht-Team. So, erstmal die Ressourcenpunkte. Hat er bei mir jetzt aber gar nicht so berechnet, wie du es gesagt hattest. Ja, stimmt, bei mir auch nicht. Aber in dem Training hatte ich das alles erfüllt. Die ganzen Boni. Gut, okay, leben wir damit, dass da ein Anzeigebug halt bei war. Naja. Egal, wir kriegen ja die Dings-Boni wenigstens. Naja, gut, okay. Also, time to shine im Qualifying. Ah, ich liebe Wortspiele. Und damit darf ich also euch auch auf YouTube herzlich willkommen halten zum Qualifying beim großen Preis von Spa. Ja, lasst mal schauen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir hier heute schon die Möglichkeit haben, vielleicht sogar mit zwei Wagen in die Top 10 reinzufahren. Ich habe aber jetzt mal Kühlfedersystem, deswegen jetzt mal 1,40 aussetzen. Ja. Geil. Ich würde sagen, du startest schon mal rein. Ja. So, Mo, also Top 15 will ich ja auf jeden Fall schon sehen von uns beiden. Also das muss ja mindestens drin sein. Eigentlich Top 10. So, auf geht's, erste Runde Qualifying. Oh, 1,45,3, sehr gut. Eine Runde ist auf jeden Fall drin. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Nein! Na, ich bin ausgeschieden. Motor aus, Motor aus. Oh.
Fuck, ich bin weggeglitten, ey. Shit, an der Stelle bin ich das ganze Wochenende noch nicht durchgeglitten. Fuck. Dein Lenker gesehen, hast du 13 auf der Runde Rückstand. Vorsprung. Okay, bei mir schon Rückstand. Okay, cool. Ja, das könnte dann die erste Annäherung. Dann gucken wir mal, wofür der Satz dann jetzt reicht. Ah, Platz 11 schon mal. Kannst immer wieder reinschauen. Ja, komm, dann linsen wir mal. Gelb in Sektor 1, aber das betrifft Mo jetzt ja nicht. 5 Plätze Gridstrafe für Schumacher, okay. Ah, jetzt hat er Verkehr vor der Brust. Hui! Spinella. Ah, ich hatte 2-3 Zehntel noch. Ui, 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 gelb in Sektor 2 und 3, 5 Plätze Gridstrafe. Ja, da hast du in die Rückspiegel geguckt. Da hast du den Malte gemacht. Oh, ich starte sogar von 9. Geil. Und Hamilton mit dir mit auch Gridstrafe 5 Plätze. Der aber, das macht keine Auswirkung, da rutsche ich nicht noch vorbei. Die Wahl zwischen 19. oder 20. mit 9 Teilen, die ich jetzt schon wieder nehmen könnte. Du hast, glaube ich, genügend Teile für den Rest der Saison. Ich würde jetzt tatsächlich mal Platz 19 nehmen. Damit du es einmal nicht von ganz hinten startest. Ja, krass. Wild auf jeden Fall. Also das war eines der wilderen Qualifyings. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, gut, okay. Gucken wir auf Rennstrategie drauf. Ja, Soft war ich schon. Medium-Hard. Alles andere. Ja. Das werde ich wahrscheinlich auch machen müssen. Alles andere macht hier wahrscheinlich keinen Sinn, oder? Damit würde ich die Reifen bis zum Maximum verschleißen. Ich werde wahrscheinlich, vielleicht kriege ich doch ein Stückchen besser zu sein. Ich muss halt überlegen, wie ich schaffe, die Pace hier vorne mitzuhalten. Ich glaube, ich werde auf eine Soft-Hard wechseln. Mal gucken. Ja, erste Kurve gleich wieder großes Rambazamba. Da gehe ich sogar mit Mo mit. Auf der Seite will ich tatsächlich lieber außen sein. Ich glaube, innen sein hier in Spa macht nicht so Spaß. Da ist die Kurve zu eng, zu spitz. Das war in Ungarn von noch ein bisschen anders. Na, dann schauen wir mal. So. Ready for war? Mhm. Alles klar. Gut, okay, auf geht's. So, Platz 9, nur eine Platzierung verloren. Ich bin nach der ersten Kurve ins Schleudern geraten. Nehme. Ja, Gott, stimmt, mein Lenkrad. Also das kann ich auch der Anschluss sagen. Ui. Ja, du wagst. Dann könnte man auch auf die Fresse fliegen können. Ich werde früher auf die harten Reifen gehen als alle anderen. Oh fuck. Scheiße, 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 scheiße. Oh nee, Top Speed, jetzt musst du mich retten. Oh, Top Speed rettet mich. Huh! Ja, ich wollte mich gerade sagen, ich muss mich ja früher als alle anderen auf die anderen Reifen wechseln und dementsprechend wäre es jetzt sehr ratsam. Wenn ich in der ersten Runde jetzt hier, in der ersten Geschichte, mich ein bisschen in den Punkten festbeißen kann. Und das sieht ja dafür erstmal schon gar nicht so schlecht aus. Platz 6.
Wir glauben, dass wir eine gute Alternative schaffen. Hier ist der Bremspunkt echt saudünn. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ja, nutze ich noch die nächste Runde. Ich glaube, ja. Ist nochmal eine Box? Ja. Was passiert? Unfall. Ja, gar keine gelbe Flagge oder so gezeigt, glaube ich, gerade was übersehen. Keine Ahnung. Boah, ey, wie können die denn hier so gut rauskommen jedes Mal, Alter? Ich will auch nur DS haben, will ich doch gar nicht. Ich will nur meine Chance haben, mich vor Perez hier verstecken zu können. So, jetzt. Wir machen's. Wir gehen all or nothing. Sonst mit Harten will ich hier nicht mithalten. Glaube ich nicht. Aber wir haben so gesehen ja Runde 8 schon. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nochmal 14 Runden auf den Reifen aushalten. Das müsste gehen. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Voll in den Verkehr. Oder? Einige sind Deutsche, aber sagen, einige sind Deutsche drin. Scheiße auf Perez. Oh fuck, jetzt muss ich erst recht an die vorbei. Jetzt haben wir so einen kleinen Reifen-Dreher drin. Vorbei. Okay, Zwischenstand, Platz 11. Hamilton vor mir. Hamilton vor mir? Hm? Okay, bei dem muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ha! Das gibt sogar extra Punkt. Ach, schwierig. Perez muss rein. Ich hab's doch gewusst. Doch ging nicht so von den Reifen her auf Platz 5. Heißt Alonso vorne ist aber Platz 3. Gelb? Wer ist gelb? Ein Ferrari ist gelb. Platz 3. Leclerc wieder draußen. Alonso, jawohl. Genau, Spine. So richtig. Greif Hamilton an, Bruder. You can do that. Genau, so ist gut. Oh, 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 Platz 3. Oh Gott. Oh Mann. Boah. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden ich jetzt noch voll rumstand. Junge. Und auch Fernando, da ging auch nichts. Aber Platz 3. Erstes Podest. Guti, dann wünsche ich eine gute Nacht. Bis demnächst. Haut rein und tschüss. Tschüss.